Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Heute starten wir in das Orakel mit dem Murmeltier der Erholung. Überprüfe deine grundlegende Einstellung zum Leben. Innenschau, Rückzug, Erholung sind jetzt angesagt. Merkst du das? Merkst du, dass die Energien der letzten Tage dir wirklich ja Kräfte gezogen haben, wo du eigentlich dachtest, da sind noch genug Reserven, ja? Merkst du, dass du dich ein bisschen ja überrollt fühlst, und das liegt jetzt nicht nur an der Zeitumstellung, sondern dass du auf einmal merkst, alles begann zu laufen, aber irgendwo resigniert es noch? Das wird dir heute nochmal ganz stark gespiegelt vom Universum, und da kann ich dir etwas sehr, sehr gerne ans Herz legen. Und zwar kannst du bei mir im Shop, ich blende den jetzt hier auch noch kurz ein, mit dem Code bis zum Halloween 21 bis zum 2. November noch 15% auf alles sparen, ab 20 Euro Einkaufswert. Und da gibt es auch wundervolle Artikel wie den Engelkalender 2022 und auch die Reise zur Selbstliebe, mein Buch für dich, für deine Selbstentfaltung. Vielleicht schaust du mal rein und findest noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, weil unsere Lieferkette, die funktioniert. Ja, die Erholung also. Ja, die Erholung bedeutet eben auch energetisches Neuaufladen. Deswegen habe ich gerade den Shop nochmal vorgestellt. Man sieht hier nämlich, dass du in deiner magischen Kraft ein bisschen zurückhängst. Warum hängst du hier zurück? Weil ein inneres Kind-Thema nochmal wirklich sehr, sehr hoch kam. Und dieses innere Kind, das wird so lange gespiegelt, bis es verarbeitet wird. Und dieses Verarbeitetwerden, das ist hier einfach im Fluss nicht so ganz zu begreifen und greifen allgemein, wie man es gerne hätte. Ja? Aber wir haben die Schöpfung dabei, und das ist schon mal sehr, sehr gut für dich. Konzentrieren Sie sich auf eine Vision zum Wohle aller, dann werden die Einhörner Ihnen helfen. Und dein Wohl ist auch wichtig für das Wohl von jedem um dich herum, weil du ja die Kraft brauchst, um diesen Menschen auch ja Kraft zu geben, Liebe zu geben, Mut zu geben. Man sieht dich hier auch sehr, sehr stark als jemand, der gerne auch mal Arbeiten übernimmt für andere. Aber du musst aufpassen, wenn dein Körper sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, dann achte heute auch darauf. Achte auf dein persönliches Wohl, dein persönliches Glück, weil heute kommt dein schicksalhaftes Glück zu dir. Und das schicksalhafte Glück bedeutet, dass du in deine Leichtigkeit kommen kannst, wenn du es zulässt. Daher schöpfe deine Zufriedenheit. Und die Hummel sagt es dir auch mit der Entfaltung. Du erhältst neue Impulse. Unruhe und Aufbruchstimmung machen sich breit. Stehe jetzt für deine Visionen ein. Und da kommt der wundervolle, wundervolle Impuls des Glücks. Deine Visionen, was brauchst du denn, um glücklich zu sein? Das Monetarisierte, also das Finanzielle, geht hier in die Sicherheit. Da hast du derzeit ein bisschen Angst, was vollkommen okay ist. Aber wir haben hier dich als Mann oder Frau fühlen, da kommen die IDLs vom Altenpfleger wieder raus. Aber wir haben hier auch das innere Kind, was einfach ja bearbeitet werden möchte, gesehen werden möchte und auch mal wieder spielen möchte, auch wieder da sein möchte. Aber man sieht hier auch Seelenpartnerschaft, sehr, sehr wichtig. Sexualität ist ein wichtiges Thema und die Überwindung der Ängste. Und das ist jetzt für dich natürlich der Jackpot heute. Warum ist es der Jackpot? Weil sich sehr viele Lügen, Intrigen dadurch lösen, weil du dich entfaltest und beginnst für dich einzustehen, was du wirklich willst, weil du endlich weißt, was du eben nicht willst. Und dann kommt auch die Hilfe. Sehr schön. Die benötigte Hilfe ist unterwegs. Halten Sie Ausschau nach ihr. Und die erste Hilfe ist ja schon mal hier, dieses Orakel. Ja, da kannst du auch gerne mal ein Like drauf geben, darfst den Kanal gerne abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, und kommentieren sowieso für den Algorithmus. Freue ich mich sehr. Aber es bedeutet auch, dass die Hilfe auf himmlischem Wege zu dir kommt. Weil vielleicht wird heute das ein oder andere schlimme Gespräch anstehen, was emotional werden kann und auch mal ein bisschen Dampf abgelassen werden kann, aber danach entfaltet sich dein Glück wie enorm noch nie. Ja, und das Wichtige daran ist, dass du jetzt nicht das falsche Glück schnappst, wie in der Vergangenheit, sondern dich für dein wahres Glück entscheidest, weil du eben weißt, was du möchtest und die Hilfe auch dabei hast. Sehr schön. Ja, und der Koala mit der geistigen Öffnung bringt einen schönen Schluss. Weniger ist mehr. Regeneration und Heilung geschehen im Schlaf. Ruhe und Beständigkeit stellen dein Gleichgewicht wieder her. Nachdem du den Tag über dann wirklich sehr, sehr viel und sehr engagiert
Für dich, ja, wie soll ich sagen, gearbeitet hast für dich selbst, ja, weil du ja in der Arbeit, in der Selbstreflexion bist, in der Arbeit mit dir selbst, da kommt dann auch diese geistige Öffnung und du wirst erkennen, warum das alles so gelaufen ist im Leben bisher. Und du wirst erkennen, warum diese Ängste sich jetzt erst lösen können und dein wundervolles Leben jetzt endlich beginnt.